Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich wollte schon fast Bioshock sagen. Und ja, wir brauchen immer noch Holz. Wir wollen hier das noch ein bisschen weiter ausbauen. Und endlich uns ein paar dieser Alpakas knappen. Und vielleicht hier auch ein bisschen Deko reinballern. Hier in unserem Zimmer. Beziehungsweise Arbeitszimmer. Hier ist unser Klo. Unser Schlafzimmer. Brauchen noch ein bisschen Licht. Und ja. Wir haben aber auch wieder Hunger. Wie ich sehe. Und wir müssen es irgendwie hinkriegen, da diesen einen Scheiß, wie heißt das da, diesen Mast hinzukriegen. Aufzubauen. So, die Kartoffel können wir auch noch da reinballern. Dann können wir die jetzt mal essen. Wie viel Holz haben wir? Hier haben wir nichts an Holz. Dann gehen wir hier nochmal hin. Farbe haben wir auf jeden Fall wieder, also Blumen. Nee, hier haben wir kein Holz. Wo hatten wir Holz hingetan? Wir haben noch gar kein Holz. Wir haben gar kein Holz mehr. Aber da unten haben wir noch was. Oh, drei Fässer sogar. So. Jetzt haben wir 25. Nice. So, dann brauchen wir wieder die Zäune. Für die Seite auf jeden Fall. Wie haben wir das da gemacht? So. Ja, und dann müssen wir das alles noch irgendwie färben. Jetzt haben wir nur noch zwei Holz. So. Müssen wir hier noch irgendwas einlagern? Plastik haben wir mehr als genug. Palmblätter haben wir auch zu viel. Was sollen wir mit so vielen Palmblättern? Seile können wir noch hier reinpacken. Stein können wir noch hier hinzufügen. Wir haben noch 7. Okay. Den Rest können wir mal wegschmeißen. Wir gehen aber dafür nach hier hinten. Hier kann man immer gut wegschmeißen. Und so. ...99 Tage haben wir schon überlebt. Ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir hier den Turm? Das müssen wir uns irgendwie überlegen. Das müssen wir irgendwie schauen. Ich wollte schon sagen, warum komme ich jetzt hier nicht runter? So. Dann haben wir jetzt noch mal ein paar, aber nicht genug. Schauen wir mal oben, wie das jetzt aussieht. Am Computer. Wo ist die nächste Insel? Da hinten gleich irgendwo. Drehen wir mal dahin. Auch wenn wir jetzt die paar Fässer da übersehen. Achso, wir müssen so oder so in diese Richtung. Ein bisschen so beidrehen und... Jetzt müsste es ungefähr gerade sein. Den kriegen wir eh nicht mehr. Oder? Kriegen wir den noch? Nein, den kriegen wir nicht mehr. Aber hier können wir noch die Dinger machen. Zumindest hier. Den werden wir noch kriegen. Komm.
Den haben wir jetzt wahrscheinlich schon verpasst, oder? Nee, den haben wir noch gekriegt. Immerhin. Den haben wir noch geschafft. Ui. Da hat das Spiel geruckelt. Okay, eingesammelt haben wir jetzt nichts mehr. Schade. Haben wir hier irgendwie wieder Farbe oder hatten wir letztes Mal vergessen? Wir haben letztes Mal keine Farbe reingetan. Wir müssen hier ja noch alles umfärben. So. Warte mal, wir tauschen einmal. Und gießen mal die Pflanzen. Da kommen wir, den letzten Schluck nehmen wir auch noch mit. Und dann füllen wir das einmal wieder auf. So. Einmal voll. Die wieder hier runter. Kriegen wir noch dreimal Farbe, beziehungsweise 24 war, glaube ich, einer, oder? Einer war, glaube ich, 24. Oh, eine Gulliverinsel. Nice. Frage ist dann gleich, haben wir denn genug, um uns einen neuen, eine neue Axt zu bauen? Müssen wir auch nochmal gleich schauen. So, Axt. Na, Planken fehlen und Schrott. Nehmen wir einen Schrott schon mal hier rüber. Dann fehlen nur noch Planken. Eine haben wir. Oder haben wir hier noch eine Axt? Hier haben wir keine. Okay, die Musik ist sehr interessant auf jeden Fall. So. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir drehen ein bisschen sogar nach links, damit wir gleich auch ein bisschen schaffen können, rauszukommen und nicht irgendwo feststecken. So. Das müsste jetzt reichen. Da war eine Planke. Planke. Komm. Komm wieder hoch. Ja, jetzt haben wir sie. Ist hier noch was dazugekommen? Ja, nice. Geil, wir können uns wieder eine neue bauen. Eine neue Axt. So. Dann haben wir schon mal eine. Das. Achso, unser Rad unten. So, was können wir alles wegschmeißen? Das kann weg. Das kann weg. Das müssen wir gleich einlagern. Machen wir vielleicht jetzt schon mal. Weil der wird nur Platz verschwenden. Genauso wie. Die Planken packen wir auch erst einmal hier hin. Was können wir noch einlagern? Okay, das lassen wir erstmal so. Die lasse ich mal wachsen. Ich habe schon Boris irgendwo
kauen gehört, sagen wir mal so. Ja, vielleicht noch mal kurz essen. Den müssen wir sofort mitnehmen, weil der so nah ist. So. Kein Heribert gerade. Und ich werde diese Aussage gleich bereuen. Alter, wie viele Fässer hier sind direkt. Ich glaube, der hat uns noch nicht gesehen, oder? Doch, er hat uns schon gesehen. So, daneben. So gefällt mir das. Wenn er nicht trifft. Der gute, böse Gulliver. So. Wo sind die nächsten Bäume? Oh, da ist Heribert. Komm, die drei schnappen uns jetzt mal so. Wenn sich das schon so ergibt. Ich hoffe, nur Boris ist jetzt nicht auf dem Anmarsch. Heribert, der wird uns gleich noch richtig Probleme machen. Ist hier eine Kiste irgendwo? Ja, hier. Nice. Er hat uns noch nicht entdeckt. Ich will hier hoch, ich will hier hoch. Möglichst aus Heribert's Sichtfeld bleiben. Weil dann ist es am angenehmsten, Bäume zu fällen. Ich sehe nicht mehr. Okay, der hat uns entdeckt. Und ich habe mein Knie gegen den Tisch gehauen. Das war diesmal überraschend. Dass er uns doch noch entdeckt hat. Hier geht's nicht weiter. So. Gibt's hier eine Höhle? Irgendwo? Ja, du geh erstmal außen rum, genau. Rote Blume brauchen wir erstmal nicht. Da ist eine Höhle. Okay, das ist eine interessante Höhle. Ah, okay, hier können wir nur schwimmen. Bitte, Heribert ist jetzt nicht hier hinterher gelaufen. Und hier geht's noch. Okay, das war Gulliver, nicht Heribert. Komm, hoch, 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 nicht runter. Okay, wir können nur darum.
Komm, dann schnappen wir uns die, die hier sind. Da ist Gulliver. Wir können aber auch schon ein paar Sachen wegschmeißen, wie das hier. Oder die Dinger, oder die. Und dann machen wir das vielleicht so. Was haben wir hier? Metallspeer. Okay, das sind die Dinger, die wir nicht brauchen. Also können die da bleiben. Schauen wir mal hier oben, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Ist auf der Seite irgendwas? Nein, nicht runterrutschen. Okay, geschafft. Das haben wir überlebt. Da hinten waren wir schon alles. Da ist Heribert. Jetzt müssen wir Richtung Gulliver. Aber den Metallspeer behalten wir jetzt. Und den können wir noch gebrauchen für später irgendwann. Den habe ich gar nicht gesehen. Komm. Komm hoch. Da holt er sich schon seinen Stein. Und hat mich trotzdem erwischt. Hat einen Arsch. Wie süß der da springt. Sind da unten noch vielleicht Bäume, die ich übersehen haben könnte? Ah, Gulliver. So, daneben. Oh. Okay, müssen wir mal ein paar Sachen zusammenpacken. Kletterpflanzenglibber. Autsch. Da holt er sich den nächsten. Jetzt ist die Frage, haben wir alles mitgenommen oder irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, mehr brauchen wir von der Insel nicht. Dann gönnen wir mal die Kokosnuss. Und hops. So, dann schnell nach oben. Damit wir hier uns raus manövrieren können. Wir hängen irgendwo noch fest. Komm, ich will hier raus. Da hing fest, okay. Gut, dass das Schiff aber so nicht kaputt gehen kann. Nur weil es irgendwo festhängt. So, können wir hier eigentlich zumachen. Ah, hier ist der im Weg, okay. Jetzt ist der hier im Weg, okay. Das heißt, die müssen wir einmal gleich umplatzieren.
Okay, Radio ist auch wieder sehr interessant. Hallo, ich drücke auch R. So, fressen wir einmal die Mangos. So, dann nochmal hier X. Machen erstmal so. Okay, was ist das denn jetzt für Musik? Okay, wir haben die Zäune fertig. Dann wollen wir hier wenigstens den Turm anfangen zu machen, diesen Aussichtsturm, wo wir uns überlegen dürfen, wie wir dann nach oben kommen. Aber jetzt haben wir auch wieder kein Holz mehr. Aber jede Menge anderen Stuff. So, was können wir hier einlagern davon? Die Steine auf jeden Fall. Und die Dinger. Wir haben diesmal kein Leder. Hier können wir nichts einlagern davon. Das können wir hier reinpacken. Das können wir hier reinpacken. Ich glaube, ich mache mal gleich das Radio aus, weil ich Angst habe, dass es eine Urheberrechtsverletzung geben wird. Kletterpflanzenglibber. Das war doch hier irgendwo, oder? Packen wir mal hier hin. Und hier haben wir noch zwei. Okay. Und rote Melone. Haben wir schon. So, dann tauschen wir die beiden mal aus. Komm, ich mach mal das Radio aus, weil wegen Urheberrecht habe ich Angst, dass er Probleme geben wird. Achso, wir sind schon weit weg von der Insel. Stimmt. Das heißt, wir können jetzt Richtung des Stroms wieder gehen. So, noch ein bisschen. Das müsste reichen. Komm, den werden wir noch kriegen. Die Kiste da hinten wahrscheinlich nicht. Da müssen wir wahrscheinlich hin rüber schwimmen. Um es zu erwischen. Der will mich doch verarschen, oder? So. Und den holen wir uns so. Boris hat uns noch nicht entdeckt. Hat uns noch nicht im Visier. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Jo, wie viel Schrott. Autsch. Jetzt habe ich Boris nicht kommen sehen. So, die Farbe müsste auch schon soweit sein. So. Können wir hier auch mal den Boden zu Ende machen? Entschuldigung, musste gerade kurz husten. So, dann die Steine wieder hier rein. Das kann hier rein. Was können wir hier noch nichts? Hier können wir. Ah, warte doch, da Seile. Seile können wir hier reinpacken. Ich habe kurz die Seile nicht gesehen. Und dann kann der Rest weg. Ich würde sagen, hier
Müssen wir das irgendwie so machen? Ah, oh, wie süß. Und dann den Rest. Hier weg und das weg. Und dann würde ich sagen, wird es vielleicht am meisten Sinn machen, wenn wir den nochmal eins höher machen. Und dann so zweimal irgendwie so, dass es in die Richtung geht und in die Richtung. Dass wir zwei davon machen. Und dann ganz oben einfach so eine Aussichtsplattform oder sowas. Aber wie genau wir das dann anstellen, keine Ahnung. Hier könnten wir aber auch sowas in der Richtung machen. Und dann nach vorne hin einmal so einen Boden rein. Dass hier dann sowas ist. Ah, schauen wir aber dann. Wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.